in den Medien. Brigitte Povisil, FPÖ. Hat absolute Priorität in unserer Gesundheitspolitik. Umso bestürzender ist es, sehr geehrte Volksanwälte, dass in Ihrem Bericht aufscheint und Sie uns auch berichten, dass bis dato keine umfassenden systematische Datenerhebung zur Kinder- und Jugendgesundheit vollzogen worden ist und vorliegt. Eine, muss man schon sagen, ein übles Versäumnis vergangener Gesundheitspolitik. Ohne aber solche aktuellen epidemiologischen Daten vorliegen zu haben, ist es unmöglich, regionale oder auch bundesweite Versorgung sicherzustellen und auch diese Versorgung ausreichend sicherzustellen. Und so ist es ein Gebot der Stunde und auch eine Freude, dass ein Leuchtturmprojekt unserer derzeitigen kommenden Europaratspräsidentschaft des Gesundheitsministeriums die Digitalisierung der Gesundheitsdaten ist, die damit auch wieder zu einer größeren Datenerfassung in diesem so sensiblen Bereich führen wird und auch soll. Artikel 24 der UN-Kinderrechtskonvention sagt oder setzt fest, das Recht des Kindes auf ein erreichbares Höchstmaß an Gesundheit. Ein erreichbares Höchstmaß an Gesundheit. Und dafür müssen wir eintreten. Kinder brauchen zum einen eine gesundheitsfördernde Umgebung. Sie brauchen beste medizinische Versorgung, sowohl im niedergelassenen Bereich als auch im Spitalsbereich. Und hier haben wir ein Defizit. Wir wissen, dass wir es haben. Daher brauchen wir auch die Reform der Sozialversicherungen, die wir jetzt oft diskutiert haben. Sie ist notwendig, denn die Pädiater, die wir ohnehin in nur geringer Zahl zur Verfügung stehen haben, nehmen die Kassenverträge nicht mehr an. Wir haben ein Defizit in dieser niedergelassenen medizinischen Versorgung für unsere Kinder. Was auch noch ganz wichtig ist, sind spezielle Ausbildungsformen für unsere Kinder. Auch die dürfen nicht verwässert werden und nicht einer allgemeinen Ausbildung anheimfallen. Es muss weiterhin spezielle Ausbildungen im Bereich der Pflege, im Bereich der Medizin, im Bereich Narkose, in meinem Fach Radiologie und so weiter geben, damit wir hier nicht, was wir zurzeit leider tun, aufgrund Verabsäumung früherer Politik, in Europa nicht mehr führend sind. Meine Damen und Herren, der Leitspruch meiner Fachrichtung ist aber auch der Leitspruch meiner Meinung nach für alle Kinder. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Kinder haben brauchen spezielle Fürsorge, spezielle Aufmerksamkeit, ein spezielles Wissen. Ich denke, das ist parteiübergreifend allen, die hier herinnen sitzen, ein Anliegen. Und ich hoffe, wir arbeiten in diesem Bereich zusammen. Danke, Frau Brigitte Povisil von der FPÖ.